Hallo und herzlich willkommen zu Command & Conquer 3. Mein Name ist Ninja und heute wieder eine Karte von mir kreiert. Ja, wie ihr auf der Minimap vielleicht schon seht, ist ziemlich alles schon ausradiert. Ja, dazu kann ich gleich noch was sagen. Da wird es jetzt nicht mehr so viel Action geben. Ich wollte eigentlich nur ein wenig vorarbeiten. Hab dann hier in meiner Basis die wichtigsten Gebäude gebaut und ein paar Einheiten produziert. Ja, ein bisschen gekämpft. Und ja, jetzt ist ja ziemlich viel aufgedeckt, weil ich habe hier überall hier drin getarnte Scharfschützeneinheiten, damit man ein bisschen mehr von der Karte jetzt sieht. Sonst ist überall dieser Schatten, wie hier hinten zum Beispiel, da sieht man auch nichts. Die Sache ist so, dass hier überall, hier seht ihr ein Mutterschiff, überall auf den Pyramiden, da sind Flugeinheiten der Skryn, also auf jeder Pyramide ein Mutterschiff und ein paar Fighters. Hier in den Ecken habe ich nur ein paar Fighters. Die stören nicht groß weiter. Da kommt man nicht so nah ran. Ja, hier in der Mitte die Hauptpyramide sozusagen, worüber alles läuft, weil das eine 4-Player-Karte ist. Damit hier nicht einfach alle über die Mitte gehen, habe ich hier speziell, was jetzt nicht mehr so zu sehen ist, eine ganze Menge mehr gemacht. Hier waren vier Mutterschiffe, vier große Spinnen und noch eine Menge Fighters hier in der Mitte. Also schwer hier über die Mitte zu gehen. Davon ist jetzt schon vieles ausradiert. Außer hier ist noch ein Raumschiff sozusagen, mit was eigene Fighters hat. Davon waren hier auch noch vier Stück. Die Sache ist die, dass ich eigentlich dann richtig loslegen wollte und dann haben die Skryns hier mit ihren Mutterschiffen das Ganze platt gemacht hier. Dazu muss ich sagen, die Skryn sind keine Einheit, die hier zu den Spielern gehört, sondern die hier auf jeder Pyramide sozusagen diese Skryn-Einheiten sind eine zusätzliche KI, die ich hier in die Karte integriert habe, die alles angreifen, was sich in der Nähe bewegt. Ist egal, was für ein Spieler das ist. So, und das ist mir am Anfang auch schon passiert, wo ich das erste Mal angefangen habe zu spielen. Da hatte ich hier vorne an der Mittelpyramide nicht am Anfang nicht genug Abwehrgebäude gebaut, ein Flugabwehrgebäude und auch noch keine Raketenschützen hier. Und hatte einfach mal ein paar Einheiten, Fahrzeuge und so zu weit vorgestellt hier in der Nähe der Was sehen Sie? Pyramide hier. Und schon wurden die Mutterschiffe aufmerksam und haben sich hierher bewegt und haben dann hier einmal drauf geschossen und da war alles platt. Also ich kann euch das hier mal demonstrieren, wie das Mutterschiff reagiert. Ich nehme hier mal Ziel so eine Einheit und teleportiere Ziel. mal hierher. Seht ihr schon, es hat einen riesen Umkreis, wo das reagiert. Ja, was steht an? Ich lasse die mal jetzt nicht schießen. Raider sind unterwegs. So, dann gehe ich einfach Leise. mal hier so hin. Geht klar. Auf geht's. Geht klar. Und das Mutterschiff wird sich gleich aktivieren. Der Umkreis, was ihr jetzt dann seht, dieser Kreis von dem, ja, wie soll ich sagen? Ja, werdet ihr gleich sehen. Also diesen Umkreis, was ihr gerade gesehen habt, zerstört das Mutterschiff alles. Egal, ob das Einheiten oder Gebäude sind. Und
drumherum, um diesen Kreis, neben diesem Kreis, wenn dann zu dicht da noch Gebäude stehen, dicht da dran, dann infizieren sich die anderen Gebäude sozusagen und es gibt eine Kettenreaktion. Und somit kann die ganze Basis mit einmal ausgelöscht werden, wenn die Gebäude zu dicht nebeneinander stehen. Also das ist ganz verheerend mit dem Mutterschiff. Der einzige Nachteil eben, dass dass so ein Mutterschiff ziemlich langsam ist und wenn man genug Lufteinheiten oder Luftabwehr hat, dann kann man das auch gut abwehren. Aber scheinbar war das hier nicht so der Fall und deshalb wurden die Not hier die Hauptbasis ziemlich schnell ausgerottet und das habe ich nicht mitbekommen und habe mich dann nur gewundert, warum nicht mehr so viele Angriffe gestartet wurden. Habe ich dann hier gesehen, dass die Nordhauptbasis komplett platt gemacht worden ist von dem Skrin-Mutterschiff. Da waren hier ursprünglich 3 Mutterschiffe, die hier rüber gezogen sind. Hier sind auch noch 2, wie ihr seht. Der Rest, der noch übrig geblieben ist von Nord, da hatten sie sich noch hier nach der Seite etwas ausgebreitet. Das ist das Einzige, was noch geblieben ist. Versucht hier noch eine Ausweichbasis zu schaffen, aber da sie kein Baugebäude mehr haben, hat das nicht funktioniert. Und kann euch hier mal noch was anderes Interessantes noch zeigen. Ich habe hier ein sogenanntes EMP. Das sind hier diese Gebäude hier ganz unten in der rechten Ecke jetzt. Die sind in der Karte von mir kreiert worden. Die kann man mit einem Ingenieur einnehmen und dann hat man dieses EMP zur Verfügung. Das habe ich natürlich bei jedem Spieler hier auf jeder Seite. Das ist ganz nützlich für die Skrin-Flugeinheiten, wenn man mal Not am Mann ist. Aber da muss man natürlich schon so ein Gebäude eingenommen haben. So, ich zeige das mal hier, das EMP. Ich mache das erstmal hier sichtbar. So, und dann nehme ich mal das EMP, wende das hier an. Und somit ist alles, was sich in der Luft befindet, zerstört in dem Umkreis da. Wenn das jetzt auf Bodeneinheiten oder Gebäude angewendet wird, dann sind die für ein paar Sekunden außer Gefecht sozusagen. Man kann da nichts herstellen. Die Energie ist ausgeschalten. Das hält aber, wie gesagt, nur ein paar Sekunden an. Dafür konnte ich jetzt ein bisschen mehr von der Karte zeigen, wie die so aussieht hier mit den Pyramiden. Ich werde hier nochmal meine Basis ein bisschen lang gehen. Ich habe hier diesmal genug am Anfang Abwehrgebäude gebaut und ein paar Einheiten zum Schutz vorgeschickt gehabt, wo ich dann mit den Not noch ein bisschen in Berührung gekommen bin. Aber ansonsten habe ich mich dann nur gewundert, warum dann auf einmal keine Angriffe mehr gekommen sind. Und das lag eben an den Skrin. Wenn man hier nicht vorsichtig ist, dann kann das ganz schnell gehen, dass man nicht durch den Gegner, sondern durch die Skrin ausgelöscht wird. Wo ich diese Karte gestaltet habe, ich hatte so die Idee erst mit den Pyramiden, aber wusste nicht genau, wie gestaltet man eine Pyramide. Es ist sehr schwer mit dem Edito hier das hinzubekommen. Wie ihr seht, habe ich das ganz gut hinbekommen. Im Vergleich mit solchen Pyramiden oder sowas gibt es keine vergleichbare Karte, die ich irgendwie schon mal gesehen habe. Also was Besonderes. Und sehr schwer zu spielen, wie gesagt. Man muss hier eben nicht nur auf den Gegner achten, sondern auch noch auf die Skrin. So, ich werde hier mal trotzdem jetzt hier mal ein bisschen fortsetzen und einfach mal
durchlöschen, damit wenigstens noch ein bisschen was an Kämpferei zu sehen ist. Emitter aufgeladen. Macht Platz. Unterwegs. Überwältige. So, da werden wir erstmal die Energiegebäude zerstören. Sonst ist der Marv nämlich ganz schnell tot, wenn ich hier in die Nähe des Obelisken, dieser Obelisken komme hier. So, schauen wir mal. Zielvektor neu berechnen. Noch sind ein paar Obelisken aktiv. Macht Platz. Ja. Jetzt kommt die Kampagne. Ich bin schon im Bereich von einem Obelisken. Seht ihr schon, wie krass das ist. Justiere Position. Da kann ich mich nicht weiter anfahren. Räumeweg frei. Justiere Position. Auf dem Weg. Zielvektor neu berechnen. Da werde ich mal diese Einheiten hier nehmen. Die haben zusätzlich noch ein Jetpack. Zu diesen Einheiten hier, das sind die Zone Rider. Wenn man die normale GDI spielt, ich habe hier die Zocom gewählt. Es gibt von jeder Fraktion sozusagen von Not, von Scrin, von GDI gibt es noch drei Unterteilungen, die man wählen kann. Entweder man wählt die normale Variante, die einfach nur GDI, einfach nur Not oder einfach nur Scrin. Oder es gibt jeweils drei Unterteilungen, die nochmal spezifische Besonderheiten haben. Wie hier bei der Zocom, die haben dafür bestimmte andere Einheiten nicht, was hier diese Langreichweiten... ja, Panzer sind das ja nicht. Die haben bestimmte Einheiten eben nicht und andere wiederum sind dafür spezifisch anders ausgerüstet. Wie hier zum Beispiel die Zone Rider. Raider-Trupp bereit. Die heißen bei normalen GDI heißen die Zone Trooper und können nur gegen Landeinheiten und Gebäude kämpfen. Diese hier, die haben eine spezielle bessere Panzerung noch. Und können gegen Land- und Lufteinheiten schießen. Man spart sich also hier die Raketentruppen und kann diese Einheiten herstellen, die gegen beides kämpfen können. Und diese Jetpacks haben aber alle Truppen von denen. Die kann ich hier mal demonstrieren. Und ab! Wenn ich jetzt einen bestimmten Punkt anwähle, da sollen die dann hin. Dann wählen die Entfernung, die wir das benutzen können. Und dann per Jetpack gehen die dann an die Stelle hin. Schaltet sie aus. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, zwecks den Pyramiden hier auch. Weil man sich dann auf die Pyramiden hochschwingen kann. Leise. Aktiviere Schaltsysteme. Ziel erfasst. Haltet die Augen offen. Greife an. Neutralisiert sie. Geht klar. Einheit geortet. Ich weiche nicht zurück. Hier zeige ich das nochmal. Um die Pyramiden habe ich hier eine Mauer kreiert, beziehungsweise hier so ein Energiezaun. Also man kann mit normalen Fahrzeugen und Truppen also nicht auf die Pyramiden rauf, weil diese Zäune sind unzerstörbar und Mauern. Man kann also nur mit Flugeinheiten darauf auf die Pyramiden oder per Flugtransporter Einheiten absetzen lassen oder eben mit diesen Einheiten mit den Jetpacks.
deswegen, also, das habe ich extra auch so gemacht, damit man nicht über die Pyramiden überall drüber kommt, sondern man muss diese schmalen Wege nutzen oder beziehungsweise durch die Mitte gehen, um den Gegner anzugreifen. Ja, alles ein bisschen sozusagen komplizierter gemacht, damit das nicht zu einfach ist, diese Karte. Feind in Sicht. Außen wird gebrüllt. Räumen wir hier mal auf. Dann war das heute nicht als so viel mit dieser Karte, aber dafür konnte ich euch ein bisschen mehr zu den Einheiten sagen und zu der Karte selber mal ein bisschen was zeigen. Beim nächsten Mal gibt es dann sicherlich wieder ein bisschen mehr, was das Kämpfen betrifft. Beispiellos. Justiere Position. Klar für Zoneinsatz. Steht an. Ja, ich kann hier nochmal die Flugzeuge ja, die hier übrigens bei der Zukunft auch etwas spezialisiert sind und anders aussehen als die anderen Hawks, die ihr gesehen habt. Da sind die Flügel hier etwas anders, wie ihr seht. Die sind. Wir sind startklar. Etwas anders, haben hier allerdings nur 4 Luftraketen, wobei die anderen 6 haben, aber dafür sind die stärker und etwas schneller. So, ich werde mal hier alles klar. Die hier drauf schicken. Vollschub. Die einfach mal hier hin. Wie ihr seht, sind hier auf den Pyramiden auch noch so eine Fächer-Abwehrtürme. Diese Fächer-Abwehrtürme sind jetzt nicht aktiv, seht ihr, weil sie dunkel sind, da die Energiegebäude von den Skrinn alle schon zerstört worden sind. Ich hatte hier auf den Pyramiden verteilt, auch noch an den Ecken unten an den Pyramiden, überall Energiegebäude, damit diese Gebäude mit Energie versorgt werden. Und solange die genug Energie haben, wehren die natürlich auch alles Mögliche in Reichweite ab. Sowie Lufteinheiten als auch Landeinheiten. Dadurch ist das nochmal ein bisschen schärfer. So, wir schauen mal, ob hier noch irgendwas ist. Hier sind auch noch Luftabwehrgebäude, da stehen noch Türme, stehen noch 2 Stück nur noch, ne, 3 stehen noch. 1, 2, 3. Roger, zurück zur Basis.
okay. Dann werden wir das mal schnell wegmachen. Klar, für Zoneinsatz. Gegner besiegt. Wir haben gewonnen. So, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Mal heute nicht so lange und nicht so viel mit Kämpfen, aber dafür ein bisschen mehr Erklärung, was die Karte betrifft und die Einheiten nochmal ein bisschen was. Beim nächsten Mal dann wieder mehr mit einer neuen Karte, die von mir kreiert worden ist. Bis dahin sage ich dann wieder mal Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Ninja.